Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse nun für Freitag, den 21.05.2021, damit auch Verfallstag, kleinen Verfallstag. Ne? Sollte man mal mit erwähnt haben, das ist nicht ganz so wichtig wie der Juni-Verfall dann, aber es ist zumindest ein kleiner Verfallstag. Und unser DAX hat gestern den großen Betroffenen und Verletzten gespielt, damit er mal anfassen konnte. Und hüpft hier jetzt wieder freudestrahlend rum. Der kleine Schelm, wir haben gestern gesagt, ein bisschen sollte man bestimmt auf die Kryptos gucken, ne, wenn die da nochmal scharf nach unten wegschmieren, wenn es die nochmal richtig zurückreißt, dass der bestimmt auch ab, dass der auch abgleitet. Hat sich ganz gut gefangen eigentlich hier unten im Bereich um 15.100 rum, sich gut stabilisiert und wieder hochgedreht in dem Moment. Hätte ich ihn ehrlich gesagt nicht nochmal hier oben gesehen. Auch gestern Abend ja im Video haben wir zwar gesagt, 180 ist die eine Rücklaufmarke, die andere hier so im Bereich, wo der Gap Plus ist und dass er eben dann so über 370 am besten nicht mehr sollte, aber so richtig erwartet habe ich das eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Na, also ich hätte wirklich gedacht, er hält sich eher mehr unten, schlägt irgendwie ein bisschen zur Seite, aber nicht, dass er so stark kommt. Ne? Das ist auch richtig schön, versucht einen Konter zu spielen. Hat aber getan, hat oben noch nicht die 370, 420 nach oben verlassen, auch wenn es natürlich schon sehr weit ins Bullige rein ist. Und man muss es auch sagen, es ist ein starker Konter. Also, das kann man jetzt nicht mit Schwäche argumentieren oder hier sagen, ja, das ist aber eine schwache Bewegung. Nein, das ist es nicht. Es ist schon ein starker Rücklauf. Das bremst auch, de denke ich, definitiv ein bisschen was aus. Naja, wenn wir gucken, wie der reingekommen ist hier am. Was waren das Mittwoch? Am Mittwoch reingekommen ist das, da ist man zurück, da ist man höher, ne, als dieses Reinkommen. Ne? Man steht jetzt höher. Und das hat, denke ich mal, deutlich Verkaufsdruck auch rausgenommen, sodass er, wenn er jetzt zum Freitag runterarbeitet, wahrscheinlich eher in dem Bereich um 260 rumkleben bleibt, ne? Wahrscheinlich von oben auf eine 235 aufsetzt, wenn er denn so tief kommt, und dann eher so um die 260 rumeiert, dann ist er hier wieder schön in seiner Range, dann kann er sich hier wieder festhängen und dann hier wieder die ganze Zeit zur Seite schlagen halt. Ne? Also das wäre nicht ganz auszuschließen, und was wir ja noch immer mit im Plan haben, wäre hier noch die nächste Aufwärtsbewegung, die dann eher Richtung 670, 780 geht. Ne? Die müssen wir im Blick haben, haben wir gestern schon drüber gesprochen, auch wenn es von der Harmonie her nicht passt, ja, sehe ich auch nach wie vor so. Ist es dennoch so, dass der Markt immer sich an solchen Bewegungen orientiert, deswegen ist auch die Bewegung ähnlich der gewesen. Das heißt, wenn der jetzt weiterschiebt und der auch über 4,20 weiterschiebt oder der beispielsweise einen Aufwärtsgap über 4,20 macht, ich glaube, da würde ich schon damit rechnen, dass er 5,10 dann erreicht. Und wahrscheinlich sogar auch 6,70 schon am Freitag. Ne, das heißt, alles, was jetzt da höher geht als 4,20, 3,70, ich glaube, da muss man sich nicht unbedingt Short verkämpfen. Zumindest ein bisschen sachte machen, einfach. Vielleicht gegebenenfalls einfach mal zurückstellen. Wenn dann doch wieder Schwäche reinkommt, kann man sich nochmal eine Position aufbauen. Aber das wäre so für mich. Ich würde dann einfach da Short zurückbauen. Wenn man hier sich was aufgesammelt hat, damit man halt nicht hier oben dann noch Short drin ist, jetzt halt, ne, wenn er richtig oben raus eskaliert. Grundsätzlich sollte hier jetzt abgeben. Es ist noch okay vom Rücklauf. Es ist, wie gesagt, die 370, die wir gestern angesprochen haben, 420, die ist ja noch nicht nach oben überschritten. Aber er hat dran geknabbert, hat dran rumgebisselt, hat das Gap zugemacht. Das ist jetzt nicht unbedingt Schwäche. Also kommt er runter, glaube ich, dass ein Fang, dass er um 235 spätestens stabilisiert bekommen, wahrscheinlich schon im Bereich um 270. Wird man das merken? Ne, 3,20, 2,70 wird man schon merken, dass da die ersten Käufer reinkommen, weil sie doch glauben, dass er oben durchgeht. Ja, und dann einfach reinbuttern. Und deswegen wäre meine favorisierte Idee für den Freitag eher hier so ein Reingleiten halt, ne? Dass er hier einfach reingeht und seitwärts macht, dann Montag die Entscheidung überlässt, ob weiter runter oder dann lang raus. Das wäre jetzt meine Erwartungshaltung. Ne? Negativ überraschen würde mich, wenn er unter 2,35 geht. Was könnte er dann erreichen? Eigentlich nochmal den Start hier, ne? Das Tief vom Donnerstag, aber das wäre, dann würden alle so übers Wochenende short gehen. Das wäre ein ungewohntes Bild. Also eigentlich müsste dann schon tiefer, so komisch das klingt, das wäre ungewohnt. Da müsste eigentlich zum Freitag dann auf die 15,70 runter und das schafft er nicht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Nee. Also, wenn er überraschen will, dann müsst er bis 15,70 runter. 15,70, 15,35 dort rausgehen zum Freitag. Das wäre so negative Erwartung. Positive Erwartung wäre, wenn er tatsächlich über die 4,20 eben raussteigt, ne, eine Stärke beweist, dann glaube ich, dass 5,10 erreichen können und darüber auch 6,70. Das kann auch schon zum Freitag kommen. Da macht er dann kein langes Geschäft, ne, hat jetzt bestimmt genug Shorts dagegen gestellt, kann er auch rennen.
Und ansonsten wäre meine ganz klare Erwartung wäre, Freitag einfach hier ein bisschen runter, bisschen langsam abkleckern, schönen widerlichen Freitag machen, gar nicht so viel Bewegung, eher entspannt, wie man das vielleicht auch am, was war das hier, Montag hatten. Ja, wie wir das am Montag hatten, ne? So in die Richtung einfach hier so ein bisschen abfeiern. Ja, fahre ich vielleicht sogar fast genau von der gleichen Tagesform halt, so ein bisschen ähnlich wie Montag hier rauf, stabilisieren zur Seite. Das wäre meine Hauptvariante, ne? Auf die spekulieren wir jetzt. Und wie gesagt, alles, was über 4,20 geht, würde mich positiv überraschen. Ziele kennt er. Alles, was unter 2,35 gehen würde, würde mich negativ überraschen. Und wahrscheinlich müsste dann halt auch noch ein. Also das müsste sich echt was aus dem Kreuz leiern dann halt, aber das wäre ein ungewohntes Bild, wenn er hier einen Tagesschluss setzt. Also, das pa Nee, also, es wird nicht reinpassen. Nee. Also deswegen glaube ich schon unter 2,35 eher Risiko, dann schon. Na. Gut, mehr können wir gar nicht sagen, im Tagesschluss können wir noch kurz reingucken, aber eigentlich auch nicht. Da haben wir schon vor ein paar Tagen drüber gesprochen, ne? Über die Sache mit den Bändern, dass er da raus muss. Oben kann sich sonst was aktivieren, unten kann sich sonst was aktivieren. Wichtig ist, dass er irgendwo rausgeht, ne? Dass er aus der Range rauskommt, aus diesem Seitwärtsgespann, was wir letztendlich seit Anfang April vor uns aufschwingen. Und ich hoffe nicht, dass das jetzt bis Juni sich noch zieht, bis zum Juni-Verfall. Weil das sieht man oft, ne? Die großen Verfallstermine sind, man hat immer so zwischen diesen großen Blöcken, hat man immer schon relativ konstanten Swing drin. Ne? Also so, Dezemberverfall war hier, dann kam es zum Märzverfall, ne, der war ein bisschen hier, dann ist eigentlich eher seitwärts gewesen, jetzt die ganze Zeit. Da hat man schon immer so von Verfall zu Verfall immer ein bestimmtes Bewegungsmuster drin im Markt. Aber das ist. Nee, ich will euch eigentlich nicht sagen, dass er bis Juni seitwärts kann. Mir ist wichtig, das sind die Bänder. Gehen die Bänder auf, leitet er sich lange Bewegung ein, so wie er das hier gemacht hat. Ja, geht aber oben wie unten, das muss nicht zwingend oben sein. Wichtig ist mir, dass er es irgendwo tut, egal wo. Ne? Und dann kommt da wieder Bewegung und dann kann man schön Trendbewegung handeln. Das sollte man beachten. Ansonsten ist hier also innerhalb der Range, kann man sich den Blick schenken und auch die Interpretation der Kerzen in dem Moment ist einfach nichts sagen. Das ist eine Range, die zeigt uns ein bisschen seitwärts an. Ne? Seitwärts bedeutet, wenn es vorher hoch ging, ging es dann nach runter. Wenn es runter ging, ging es dann nach hoch. Und deswegen glaube ich, sind wir mit der Erwartungshaltung, dass der Freitag hier ans mittlere Bollingerband zurückläuft, vielleicht gar nicht so verkehrt. Würde zumindest eben auf die übergeordnete Seitwärtsausrichtung passen. In diesem Sinne haben wir eigentlich alles durch. Dann wünsche ich euch viel Erfolg zum Freitag, gutes Gelingen und dann hören wir uns zum Sonntag wieder. Bis dahin, tschüss.